Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, in der letzten Folge haben wir eigentlich so ziemlich dieses Gebiet komplett abgeschlossen, würde ich sagen. Und ich war noch bei der Näherin und habe mir dieses schöne Stück schneidern lassen. Und zwar eine neue Rüstung, lila. Ich kann es euch mal schnell zeigen. Persischer Befehlshaber, selten Montur. Genau, die hat 2000 Goldstücke gekostet, Leute, die war richtig teuer. Ich habe jetzt kein Geld mehr, ich bin pleite. Aber ist ja wurscht, dafür ist das Geld ja auch da. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch zu der letzten Quest hier. Möge Amun an deiner Seite sein. Hauptquest Stufe 5. Bayek ist bereit, die Verfolgung der Schlange fortzusetzen. Sprich mit Hepzifa, bevor du Siva verlässt. Okay, abgeschlossen habe ich hier alles. Jetzt gehen wir doch mal dorthin zu dir. Dann bin ich ja gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob wir jetzt ein neues Gebiet kommen oder ob wir hier noch mehr machen müssen. Mich würde es nicht stören. Ich finde das Gebiet richtig cool. Obwohl ich eigentlich glaube, dass es nur ein Tutorial-Gebiet ist. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Jetzt schaut auch schon richtig nice aus mit der Rüstung. Ich mag die Assassinenrüstung schon richtig cool aus. Neuer Ort entdeckt. Steinkreis des Amnun. So. Mein Ich Sohn, rubbel die Kamera mal weg. du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Wirklich traurig, dass der Sohn schon tot ist. Und du wirst sie bekommen. So, da wären wir wieder. Finde die Steinkreise in Ägypten. Das ist ja gar nicht im Spiel, weil Schiefer interagieren. Okay, es müsste dieser Steinkreis sein eigentlich. Warum gibt es so viele Arme in Ägypten? Und die nicht hierher gehören, sind reich. Ägypter haben vergessen, wer sie sind. Sie nehmen eher Reichtum als Ehre. Dann bleibt ihnen nichts. Nicht mal Gerechtigkeit. Aber wir sind Magi. Wir bringen Gerechtigkeit und Ehre nach Ägypten zurück. Ja, mein Sohn. Wir haben nicht vergessen, wer wir sind. Wir bleiben beständig ganz gleich, wo wir herkommen. Amun, der König der Götter. Aufgeteilt in zwei Erscheinungsformen. Amunet, die große Göttin der Verborgenheit. Und der Herrscher über den Wind. Er bewahrt die Gerechtigkeit als Herrscher der Schatten und der Stille. Vernimmt er die Stimme der Armen. Er hört die Geständnisse der Demütigen. Und vergibt ihnen. Oh, soll ich hier machen?
Achso, ich muss es da hochdrehen, oder was? Ach du Scheiße. Na, warte mal, das kann doch das hier sein, oder? Muss irgendwo das Sternbild wiederfinden, denke ich. Oh mein Gott, das will ich doch niemals. Das könnte es sein, oder? Ja. Ja, gut, auch die Zwischensequenz geht noch und dann müssen wir warten. Amun. Okay. Ort beendet. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu Hepzer. Hepzefa. Denke ich mir mal. Können wir hier nicht schnell reisen? Genau. Können wir uns den ganzen Weg sparen? Serverfunktion brauchen wir nicht. Gehe erst, wenn du bereit dazu bist. Du kannst später zurückkommen. Jetzt warte mal, ich wollte eigentlich mal schauen, ob man hier nicht. Komische Holz bräuchte ich eigentlich. Aber ich sehe jetzt hier auch nicht, wo man es abbauen könnte. Und vorne ist es mit den Hyänen. Okay. Dann werden wir mal den Ort verlassen. Wo ist er denn jetzt? Bist du bereit? Yep. Ich bin immer bereit. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis. Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen.
Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Den siehst du doch gar nicht, wenn ich mir eine Maske auf hab. Schritte, Trophäe erhalten. Die Ladezeit ist schon ganz schön lang jetzt. Okay, Leute, bis das Lied hier. Ich geh mir mal schnell zu trinken holen. Komm gleich wieder. So, ich habe irgendwie das Gefühl, das Ding hat sich aufgehangen hier. Okay, Leute, glaube ich, wir haben mal neu starten, weil ich glaube, das hat sich aufgehangen. Anwendung schließen. Und wir starten sie nochmal. Ich denke, das Spiel hat sich aufgehangen, weil das sind 3 Minuten fast Ladezeit gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe mal, wir müssen nicht zu viel neu machen. So. Jetzt nicht. Spielen. Könnte die Gegenwart normal. Okay. Okay. Komm zurück! Es ist doch wieder so mit der Gegenwart auch. Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte.
Also? Wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Cyclosporin. Okay, holen wir es uns mal. Das Cyclosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Ja, wir jetzt vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage legst. Oh, was ist denn das hier alles? Ja klar will ich da zurückkehren. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. So, jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt hier funktioniert und sich nicht wieder aufhängt. Schaut doch schon mal gut aus. Wow. Assassin's Creed Origins. Also war es wirklich bloß ein Tutorial? Umgebung von Yamu. Die Rüstung sieht schon nice aus. Haben sie schon sehr cool gemacht, muss ich sagen. So, Shop. Im Shop kannst du deine Spielerfahrung verbessern, indem du Gegenstände oder Zeitersparnis kaufst. Außerdem hast du dort Zugang zu allen Bonusinhalten. Ja, lalalala. Das ist doch schon wieder Ingame-Shop. Scheiße. Ich muss dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Yamu. Heimat meines alten Freundes Minet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Hey. Straße folgen. Macht ihr denn jetzt? Denn jetzt hier? Muss ich jetzt zurück oder was? Denkt man nicht, dass ich hier lang kann, oder? Mario C, neue Region. Oh.
Tempel der Sach mit in Yamu. So, ich muss mal schauen, wo wir hin müssen. Jetzt ist frei, okay. Das ist der Tempel, okay, alles klar. Und hier ist ein. Zu dem gehen wir noch gleich mal hin. Wenn wir uns erstmal ein bisschen was von der Karte anschauen, Leute. Okay, kann ich nicht hoch. Und hier will ich natürlich auch wieder schauen, dass ich so ziemlich alles erledige. Oh, es ist groß. Sehr schön. Finde das Papyrus-Rätsel. Das wollte ich jetzt nicht machen. Finde das Papyrus-Rätsel. Das ist da, oder? Gehen wir hier erstmal runter. Ah, dort oben. Okay, kommen wir nicht rein. Hoch. Vielleicht direkt auf dem Tempel oben drauf. Ah, hier schaut aus, wenn wir rein könnten. Nichts zu sehen. Können wir hier noch mal eins hoch? Boah, was ist denn das? Heftiger Boss oder was?
du, der du verantwortlich bist für die ewigen Sterne, die vor Re brennen, bereite den Weg für Unas, damit Unas uns vor den bösen und abschreckenden Kräften der Nacht schützen kann. Okay. Ist auch nichts. Gehen wir mal hier runter. Okay, ich würde sagen, bevor wir mit dem sprechen und die Quest dann starten, machen wir an der Stelle einen Cut. Schaut in der nächsten Folge ruhig wieder rein, es ist sehr, sehr spannend. Und wir sind jetzt auch, glaube ich, in Alexandria angekommen, einer richtig großen Stadt, die es zu erkunden gilt, Leute. Wenn es euch ein bisschen gefallen, würde mich sehr, sehr über Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Alles gern gesehen. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer